Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Psychosomatische Nachtvorlesung nachgefragt. Eine Reihe, in der wir uns noch einmal beschäftigen mit den bereits durchgeführten hanseatischen Nachtvorlesungen und ein Thema intensivieren, das Sie heute besonders interessieren wird und vielleicht viele auch Ihnen betrifft, der chronische Rückenschmerz. Ich habe dazu einen Experten neben mir sitzen, Herrn Dr. Ulrich Peschel, Chefarzt der Abteilung für Frührehabilitation in der Asklepios Klinik St. Georg und Leiter des Gesundheitszentrums Mitte. Herzlich willkommen. Guten Tag. Verspannter Nacken und Schmerzen im Rücken, was nun? Das fragen sich viele und ich hoffe, dass wir dazu heute einige Antworten finden werden. Der chronische Rückenschmerz ist ja eine Art Volkskrankheit mittlerweile geworden. Ja, Rückenschmerzen sind häufig, nehmen immer weiter zu und leider sind die Behandlungspfade noch nicht so ganz geklärt. Es gibt ernsthafte Erkrankungen des Rückens, die auch des vollen Rüstzeugs der Akutmedizin bedürfen. Und es gibt aber auch den sogenannten unspezifischen Rückenschmerz, der ist nicht harmlos, aber der ist selten auf eine Ursache zurückzuführen. Und wenn man das in der Relation sieht, dann sind ungefähr 95% aller Rückenschmerzen dieser unspezifische Rückenschmerz und 5% haben eine ernsthafte Ursache. Und die muss man dann auch schnell herausfinden und behandeln. Also am Anfang steht die gute Anamnese, die körperliche Untersuchung und gegebenenfalls eine Warnung, ob da tatsächlich ein schwerer Rückenschmerz ist oder einer, den man eher mit symptomatischen Maßnahmen behandeln kann. Das steht ganz am Anfang, genau. Glaube ich. Also wenn man eine gute Anamnese macht und eine klinische Untersuchung, wobei viele der Untersuchungsmethoden auch nach der evidenzbasierten Medizin abgesichert sind, kann man eigentlich schon eine Richtungsführung machen und weitere Diagnostik, wie auch jetzt Bild geben, ein Röntgenbild oder ein Kernspintomogramm, muss man eigentlich nur im Verdachtsfalle machen. Was sind denn solche schweren Ursachen, die dann auch entsprechend anders behandelt werden, zum Beispiel operativ versorgt werden müssen? Also alle Krankheiten, die mit einer Strukturveränderung der Wirbel einhergehen, wie zum Beispiel eine Entzündung. Wirbelkörperentzündungen können manchmal aus heiterem Himmel nach einem Schnupfen auftreten. Wie ein Bruch, der gerade bei Osteoporose aus harmloser Ursache entstehen kann. Aber Brüche des ersten Lendenwirbelkörpers sind häufig übersehene Verletzungen. Wie leider es ja durchaus auch Metastasen geben kann, also Absiedlung von Tumoren, die man auch, je rechtzeitig man sie erkennt, desto besser sind sie behandelbar. Die sind aber alle insgesamt eher selten. Häufig ist der Bandscheibenvorfall und da muss man wissen, nur ein Bandscheibenvorfall, der die Nervenwurzel, die in der Nähe der Bandscheiben sitzt, irritiert, macht die Probleme, die wir behandeln müssen. Das heißt, der zufällig gesehene Bandscheibenvorfall in einem MRT, zum Beispiel in einer Kernspin-Untersuchung, muss nicht zwangsläufig die Beschwerden machen, die der Patient geschildert hat, sondern kann durchaus auch ein einfacher Zufallsbefund sein. Ja, wir haben früher immer so gedacht, die Bandscheibe drückt auf den Nerven. Das ist aber gar nicht der Grund, sondern die Nerven haben ja eine Blutzufuhr und wenn durch den Bandscheibenvorfall die Blutzufuhr reduziert, gedrosselt oder ganz unterdrückt wird, dann kommt es zu einer Entzündungsreaktion, die diese Schmerzen macht. Und ein Bandscheibenvorfall an sich ist überhaupt noch kein Problem. Also eine der eindrucksvollsten Studien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, war, dass man in Amerika mit dem Kernspintomogramm, das ist ja eine Untersuchung ohne Strahlenbelastung, deswegen kann man sie auch durchaus mal so machen, bei Gesunden gemacht hat und insbesondere bei einer Gruppe von amerikanischen Marines, also jungen Männern, die in einer Top-Kondition sind. Und man hat bei denen zu fast einem Drittel Bandscheibenvorfälle und engen und knöcherne Verengungen gefunden, die aber nichts gemacht haben. Das hat uns sehr zu denken gegeben. Das ist eine interessante Studie und sicherlich auch für den klinischen Alltag sehr relevant, denn wenn man einen solchen Zufallsbefund findet, muss man eben dann darauf achten, sich nicht zu sehr darauf einzuschießen und unbedingt diesen Zufallsbefund als ursächlich für die Beschwerden anzuschuldigen, sondern auch klarzumachen, dass das eben eine zufällig gefundene Auffälligkeit ist und dass die Schmerzen eine andere Ursache haben, zum Beispiel eine Verspannung, einseitige Belastung, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen. Das ist eigentlich eine uralte ärztliche Tugend, dass man erst die klinische Untersuchung machen sollte und dann die weitere Diagnostik. Ja, da haben Sie was Wahres angesprochen. Ja. In unserer Sprache gebrauchen wir ja viele Redewendungen, zum Beispiel wie die Angst sitzt mir im Nacken oder du hast ja gar kein Rückgrat. Also der Rücken an sich ist offensichtlich eine wichtige Position. Man verbindet damit auch psychische Faktoren. Ist das richtig? Ja, aufrechter Charakter. Es gibt da eine Fülle von Begriffen.
Und letztendlich haben wir erst in den letzten 5 Jahren so wirklich gut erkannt, was eigentlich unsere Haltung und unser motorisches System steuert. Und da ist der Rücken wirklich so an der Grenze zwischen Bewussten und Unbewussten. Also wir projizieren viel unsere Stimmung in unsere Haltung. Und wer jemand ständig angespannt ist, dann hat er auch eine angespannte Haltung oder sie. Und das gräbt natürlich seine Spuren in die Muskulatur. Und er hat dann entsprechend Schmerzen, weil er sich falsch bewegt, nimmt dann wahrscheinlich eine Schonhaltung ein, die das Ganze dann wieder verschlimmert. Ist das ein übliches Beschwerdebild? Ja, falsch eingeschliffene Bewegungsmuster. Ein ganz simples Beispiel, viele von uns arbeiten an Tastaturen. Wenn wir eben sitzen und nach vorne greifen, ziehen wir unbewusst die Schultern nach oben. Man kann das richtig im Biofeedback üben, erst die Schultern nach unten zu ziehen und dann die Arme nach vorne zu bringen und wir sitzen wesentlich freier. Erklären Sie doch vielleicht unseren Zuschauern ganz kurz nochmal den Begriff Biofeedback. Ja, gerne. Man kann also praktisch die Muskelspannung ableiten und sieht dann praktisch auf einem Bildschirm ein Diagramm der Muskelspannung. Und wenn man eben falsch anspannt, dann geht das ganz weit nach oben. Und wenn man erst entlastet, dann hält man das unten und man kann das richtig dann am Bildschirm üben, seine Muskelspannung zu lockern. Das heißt, es sind eigentlich ganz einfache Mechanismen, die wir aber wahrscheinlich in unserem Alltag irgendwie vergessen haben. Richtig. Vielleicht, indem wir uns einfach eine falsche Haltung angewöhnen und das den ganzen Tag über bei unserer täglichen Arbeit intensivieren. Ich will ein Beispiel dazu sagen. Als ich mit Computern angefangen habe, gab es natürlich auch Ballerspiele, die musste ich alle ausprobieren. Und wenn ich eine Stunde an der Maus gesessen habe, hat mir der ganze Arm wehgetan. Ich habe es aber in der Anspannung gar nicht gemerkt. Und das tun ja viele im Berufsleben, dass sie sich dann in die Arbeit konzentrieren, dass sie machen und dann ziehen sie sich wieder in die Schiefhaltung rein. Ja. Oder stellen Sie sich vor, jemand ist als Kassiererin in einer Supermarktkette tätig und macht immer wieder die gleichen Bewegungen. Wenn man dort nicht einen Ausgleich findet, dann wird das für die Muskulatur auf Dauer schädlich sein. Was empfehlen Sie denn als Ausgleich? Also ein wichtiger Ausgleich ist es, zu einem richtigen Maß zwischen Anspannung und Entspannung zu finden. Das ist sehr individuell, das kann man nicht vorschreiben. Ich sage als Versuch schon immer, eigentlich sollte man die große Rentnerprüfung machen. Das heißt, sich eine Uhr auf 1 Minute stellen und versuchen, 1 Minute lang gar nichts zu denken. Das gelingt schon vielen gar nicht. Und die besseren Formen des Ausgleichs sind natürlich das autogene Training oder die Muskelentspannung oder Arten des Yoga. Man kann eine ganze Menge tun, aber auch schon ein guter Spaziergang regelmäßig mit seinem Hund kann helfen. Oder sonst irgendetwas. Es ist wichtig, diesen Rhythmus der Anspannung zu unterbrechen. Das heißt also, Bewegung und Mobilisation sind ganz wichtige Stichpunkte. Ja. Auch solche Bewegungen, die man vielleicht in seinen normalen Alltag einbinden kann, dass man einfach mal auf dem Gang auf und ab läuft oder mal nach unten die Treppen hinabgeht. Einfach solche alltäglichen Bewegungen, um sich nicht ständig anderen oder einseitigen Bewegungen auszusetzen. Einmal sich ein bisschen bewegen, aber statt der idiotischerweise immer zugestandenen Zigarettenpause, eben eine Bewegungspause zu machen, wo man einfach am Schreibtisch sitzen bleibt und ein paar ganz harmlose Dehnübungen, die man sich von einer Physiotherapeutin beibringen lassen kann, macht, das ist schon sehr hilfreich und gut. Und das andere beim Gehen, beim Rausgehen, beim frische Luft atmen, nimmt man schon eine ganze Menge Entspannung mit, die auch wichtig ist. Also muss ich das sozusagen aktiv sagen und in seinen Berufsalltag einspannen, dass man sich solche Pausen gönnt, damit man nicht eben immer in diese eintönigen Verspannungen sozusagen verfällt. Das ist ein wichtiger Punkt. In Ihrer Vorlesung haben Sie noch das sogenannte myofasziale Schmerzsyndrom erwähnt, auch ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang. Können Sie uns dazu ein paar Worte sagen? Ja, ich sprach ja eben, gräbt Spuren in die Muskeln. Und eine Spur ist eben, dass ein chronisch verspannter Muskel Areale des reduzierten Stoffwechsels ausbildet und daraus entwickeln sich dann die sogenannten Triggerpunkte. Und die Triggerpunkte sind außerordentlich schmerzhaft, machen auch typische Schmerzausstrahlungen und können gerade am Anfang noch sehr gut krankengymnastisch oder ärztlich oder es gibt verschiedene Methoden behandelt werden. Je länger die bestehen, desto schwieriger wird die Behandlung und vor allen Dingen, die Engländer sagen auch richtig, chronic widespread pain, also sie können sich dann über den ganzen Körper ausbreiten. Und haben klein begonnen sozusagen. Und haben klein begonnen und werden ganz häufig dann mit der Fibromyalgie verwechselt. Und das ist schade, Fibromyalgie als Krankheitsbild wissen wir ja wenig Behandlungsstrategien, aber Triggerpunkte können wir sehr gut behandeln. Erklären Sie doch ganz kurz nochmal den Begriff Fibromyalgie im Gegensatz dazu. Also Fibromyalgie ist ja ein Ganzkörperschmerz, der in wechselnden Orten auftreten kann und auch diese schmerzhaften Punkte hat, die man ja richtig nach einem Muster hin abtastet. Und Fibromyalgie-Kranke
leiden sehr unter diesen Schmerzen und können aber eigentlich, außer dass sie sich in Bewegung halten, relativ wenig machen. So. Mhm. Gute Behandlungsstrategien gibt es noch nicht. Und im Gegensatz dazu dann das myofasziale Schmerzsyndrom, das sozusagen von einer speziellen Muskelkette ausgeht und sich dann im schlimmsten Falle auf den gesamten Körper ausbreiten kann bei entsprechender Nichtbehandlung oder Übersehen der Erkrankung. Ist behandelbar. Ist behandelbar. Ja. Genau, ganz wichtig eben, dass man das auch früh erkennt. Aber dazu gehört eben auch noch was ganz Wichtiges, das ist der Grundantrieb, den die Menschen haben. Viele Menschen, gerade in unserer heutigen Zeit, neigen ja dazu, sich zu überfordern. Neigen dazu, auch ständig zu zeigen, sie können, und kriegen ja oft an ihren Arbeitsstätten auch nicht den Gegenwert dafür, sondern im Gegenteil, es wird immer gesagt, du bist eigentlich austauschbar. Es kommt nicht auf deine persönliche Leistung an, es kommt darauf an, was du hier an Geld anspielst. Und das führt natürlich dazu, dass man nur noch besser zeigen möchte, wie gut man ist. Und das, in dieser Anspannung entwickelt man dann leicht nicht mehr das Gespür dafür, dass es weh tut. Sondern durch dieses Inneren immer weitermachen wollen, sinkt dann die Schwelle und man merkt es eigentlich erst, wenn man schon völlig kaputt ist. Also und dann ist im Prinzip gar nicht mehr erstmal zu tun. Also, ist also so eine Art Burnout der Muskulatur. Burnout kennen wir ja als eine psychische Überforderung. Ja. Und hier ist es eben die körperliche Überforderung. Die kann und in einem solchen Zustand der Verzweiflung wenden sich dann die Patienten auch zum Beispiel an Sie oder an die Kollegen Ihrer Abteilung? Ja. Was raten Sie denn? Wie durchbrechen Sie sozusagen zunächst diesen Kreis? Also das Wichtigste bei vielen ist erstmal, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Viele dieser Menschen haben schon viele Arztkontakte gehabt, viele Interventionen, viele Spritzen. Und letztendlich, dass man erstmal aufzuzeigen versucht, ist es hier ein Zusammenhang mit deiner Lebensführung. Und das ist nicht immer einfach, weil viele das ja auch gar nicht hören wollen. Viele wollen ja einfach nur mal schnell repariert werden. Und wenn einem das gelingt, dann kann man gut zusammenarbeiten und in einem langsamen Prozess, die Schmerzen sind ja auch langsam entstanden. Genau, nicht so werden, von heute auf morgen. Ne? Ja, werden Sie dann noch langsam eine Chance haben, wieder abnehmen zu können. Also das heißt, da muss man dann auch irgendwie das Tempo mal rausnehmen. Richtig. In der Behandlung oder auch in, vielleicht in seinem Lebensalltag. Ja, auch in der Erwartungshaltung. Auch in der Erwartungshaltung, dass die Schmerzen nicht eben mit einer Spritze oder einer Krankengymnastenbehandlung zu Ende sind, sondern dass man einfach auch dafür Zeit braucht, sich den zugrunde liegenden Problemen zu widmen. Oder auch diese fatale Grundeinstellung, nur wenn ich wieder genauso leistungsfähig bin wie vor meinen Schmerzen, bin ich ja was wert. Also nur schwarz-weiß. Ja. Dass es da noch Zwischentöne geben könnte, das muss man manchmal auch erst vermitteln. Ja. Und die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen, wie funktioniert die? Kommen die Patienten über den Hausarzt zu Ihnen oder aus freien Stücken oder wie ist so da der übliche Weg? Also dadurch, dass wir ja das allgemeine Gesundheitszentrum haben mit Kassenpraxis, werden uns dorthin erstmal viele überwiesen und wir bahnen von dort aus dann Wege, was das Beste ist. Da können sehr unterschiedliche bei rauskommen und wir bieten dann aber auch im Rahmen unserer Frührehabilitation multimodale Schmerztherapie an. Okay, und das heißt, der Patient ist dann sozusagen voll bei Ihnen aufgehoben mit Krankengymnastik, vielleicht mit psychotherapeutischer Behandlung, Schmerzbehandlung. Das geschieht dann alles unter einem Dach. Ja, sicher. Und das ist ja eben das Wichtige, dass die psychotherapeutische und die körperliche Parallel nebeneinander laufen. Also mit Ansprechpartnern, die auch gegenseitig sich die Patienten zuweisen, gut miteinander kooperieren, also interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesen Gebieten. Und bei uns in der Abteilung auch sowohl mein Oberarzt als auch ich beide eine somatische und eine psychotherapeutische Ausbildung haben. Achso, das ist ja auch eine wichtige Kombination. Also ich sage mal, ich bin Orthopäde mit Psychotherapie im Handwerkskasten. Ja, Herr Dr. Peschel, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Wir haben viele Punkte beleuchtet und hoffen, dass wir vielleicht einigen Patienten, die unter diesen chronischen Rückenschmerzen leiden, vielleicht eine Anlaufstelle geboten haben, vielleicht ein paar Lösungsansätze. Wir bedanken uns Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf die nächste psychosomatische Nachtvorlesung. Die Termine dazu und weitere Informationen finden Sie unter www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort können Sie sich auch für die nächsten hanseatischen Nachtvorlesungen anmelden. Bis bald!